St. Pauli Stories, ein Podcast des Millerntum. FC St. Pauli. Ein Verein mit einer Fanszene, die sich dick auf die Fahnen geschrieben hat, gegen Sexismus zu sein. Ein Verein, bei dem seit Jahren eine vergleichsweise hohe Anzahl von um die 35% Frauen im Stadion zu verzeichnen ist. Insgesamt ist aber auch der FC St. Pauli und seine Fanszene noch klar männlich dominiert. Ich arbeite als DJ am Tresen im Jolly und nicht zuletzt beim Millerntum, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Transgender und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Männliche Zuhörer sind aber natürlich ebenfalls sehr gewünscht und notwendig, um dieses Projekt sinnvoll zu gestalten. Gespräche in gemütlicher Atmosphäre an verschiedensten Orten, zumeist in unserem geliebten Viertel, sind das Ziel dieses Podcasts. Dabei spreche ich mit St. Pauli-Fans, die ehrenamtlich oder entgeltlich einen Beruf ausüben, der immer noch männlich dominiert ist. Die Stories, die sie dabei erleben, sind wahnsinnig spannend. Vielmehr St. Pauli-Stories eben. Moin! Und herzlich willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 1. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich sitze in meinem Wohnzimmer und es geht endlich los. Heute ist der 7. März. Morgen ist der feministische Kampftag, wenn ihr das jetzt hört. Und das passt ja alles super, weil ich sitze hier mit einer bezaubernden Frau, deren Wohnzimmer das hier nämlich auch ist. Ja, ich bin zu Gast bei Anne im Jolly Roger. Hallo Anne, wie geht's dir? Zu Gast bei mir, das klingt ja schön, ne? Ja, man muss dazu sagen, Anne und ich, wir arbeiten ja zusammen. Ne? Das ist jetzt ein kleiner Zufall, dass ich das erste Mal dann eigentlich auch da bin, wo ich ja auch arbeite. Aber genau, Anne ist nämlich hier im Jolly Roger Türsteherin. Und genau, wir werden jetzt hier ein bisschen Bierchen trinken und ein bisschen reden über Annes Fankarriere und was sie hier in Jolly Roger alles schon so erlebt hat. Genau, aber bevor wir das tun, muss ich mich natürlich nochmal bedanken. Erstmal bei Tim und Mike natürlich, die mich total unterstützt haben in dieser Idee und die mich auch technisch unterstützt haben. Ich habe hier gerade ein bisschen mit dem Aufnahmegerät rumgekämpft, weil irgendwie eine Rückkopplung war, aber war ja klar. Aber ich habe es im Endeffekt hingekriegt. Dank Tim, vielen Dank. Und auch so, dass sie mich in der Idee unterstützt haben, inhaltlich. Und auch jetzt beim Schnitt, beim endgültigen Schnitt, wird Mike mich auch nochmal unterstützen. Vielen, vielen Dank. Dann muss ich mich natürlich noch bei Hood Spirit bedanken, der das tolle Logo für diesen Podcast gemalt hat. Und wer fehlt noch? Die Harbor Rebels, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, dass ich euren tollen Song Football Crowd nutzen durfte für das Intro. Das ist echt total super. Und ich darf schon mal vorwegnehmen, Jule wird von den Harbor Rebels die nächste sein. Also die nächste vielmehr St. Pauli Story von Jule. So, das war schon mal gut. Bevor wir zu deiner vielmehr St. Pauli Story kommen, Anne, muss ich aber auch noch mal kurz auf den Arbeitskreis Awareness hinweisen. Der AK Awareness setzt sich aus unterschiedlichen Personen aus der Fanszene des FC St. Pauli zusammen, die sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt, grenzüberschreitendes Verhalten und Diskriminierung im Umfeld des FC St. Pauli auseinandersetzen. Falls ihr grenzüberschreitendes Verhalten erlebt, könnt ihr euch an den AK Awareness wenden oder aber auch, falls ihr bei diesem wichtigen Arbeitskreis mitmachen und euch einbringen wollt. Weitere Infos findet ihr auf awareness-stpauli.de und die Homepage werden wir natürlich auch verlinken. Ja gut, dann wollen wir doch mal zu dir kommen, Anne, zu deiner vielmehr St. Pauli Story. Und da frage ich dich doch einfach mal so ein bisschen was zu deiner Fankarriere und würde dann gleich mal fragen, wie bist du denn zu St. Pauli eigentlich gekommen? Erzähl doch mal. Ich musste tatsächlich, als wir darüber gesprochen haben, erst so ein bisschen überlegen und auch mal so, wann war das genau? Das war gar nicht so einfach. Aber am Ende war irgendwann mal ungefähr 2009 oder so. Mhm. Man kennt es, irgendwann läuft das Leben mal doof. Ich glaube, ich hatte eine komische Trennung hinter mir und Freunde haben gesagt, du musst jetzt was anderes machen, du kommst mit ins Stadion. Ah, okay. Und habe mich mit auf die Gegengerade genommen, auf die alte Gegengerade noch. Und das haben wir dann immer öfter gemacht. Okay, aber du kommst auch ursprünglich aus Hamburg? Ja. Okay. Hatte aber vorher, ehrlich gesagt, nichts mit Fußball am Hut. Mhm. Ich nicht.
Und waren das dann so Freunde, die eher so aus der Polizszene kamen, oder waren das einfach Zufall, dass die St. Pauli jetzt ganz cool fanden und dich da mitgenommen haben? Ich glaube eher, dass die einfach Fußball cool finden und so ein bisschen Stimmung machen. Okay. Okay, cool. Und weißt du dann noch, was dein erstes Spiel da war? Nee. Also, okay. Nee. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Aber Ich weiß noch mein erstes Auswärtsspiel. Ja. Das war 2010 Hannover 96. Ah, okay. Schöne ICE-Tour mit allem, was dazugehört, wenn man mal wissen will, wie es sich anfühlt, auswärts. ICE-Tour. Ah, leicht dekadent. Ja gut, aber Hannover, ja, meins war ja Kiel damals, mit der U16. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn es nicht gleich so ganz so weit geht. Ja, aber genug Stress gab es trotzdem. Ja, okay. Beim Einlass tierisches Durcheinander. Am Ende hatte die Hälfte meiner Bezugsgruppe keine Gürtel mehr. Okay. Und das, wir hatten zu viele Einblicke. Und das war okay, hatte ich aber nicht abgeschreckt. Dann bist du immer weiter auswärts gefahren. Okay, cool. Und jetzt stehst du in der Süd. Genau. Genau, bei der Connection. Richtig. Und das ist, musst du ja nochmal, das ist ja immer so toll, ne? Weil Anne und ich natürlich, wir kennen uns ja schon ewig, aber jeder kennt das wahrscheinlich, man hat ja mal so einen Punkt überschritten, wo nochmal nachfragen ein bisschen komisch wäre, wenn man sich schon so lange kennt, aber ich kann jetzt ja nochmal alles nachhören. Connection, ist das ein Fanclub? Nein. Ist das eine Fangruppierung? Was ist das? Das ist eine Fangruppierung. Mhm. Es war ursprünglich ein Zusammenschluss von Freunden, die gesagt haben, wir machen da was, wir gehen zusammen zu Fußball, wir haben aber auch Bock auf Politik und lass dem Kind doch mal einen Namen geben. Mhm. Und dann ist es die Connection geworden. Seit wann gibt's die Connection? Oder hätte ich mich vorbereiten müssen? Ja. Ich weiß, wir haben vor der Pandemie eine für uns große Choreo gemacht zum 5-jährigen Jubiläum. Mhm. Und vermutlich haben wir bald 10-jähriges, irgendwas dazwischen. Okay, cool. Und wie viele seid ihr? Auch das ist schwierig, das ist ja so ein fließender Übergang. Mhm. Niemand muss einen Mitgliedsantrag stellen. und ich weiß nicht, geht vermutlich allen Gruppen so jetzt in der Pandemie. Die einen sind aktiver, die anderen inaktiver. Aber so, ich würde so grob 20 plus minus Umfeld, näheres Umfeld, Freundinnen, so runter. Okay, und das sind dann aber auch alles Leute aus Hamburg oder auch woanders her? Teilweise vielleicht auch inzwischen woanders, aber die allermeisten sind hier. Okay, cool. Und dann mehr Frauen oder mehr Männer? Oder hält sich das die Waage? Die Waage hält es sich, glaube ich, nicht so ganz, aber es sind sehr viele Frauen dabei. Cool, sehr gut. Okay, und wenn du jetzt nochmal so in deiner Fankarriere zurückblickst, was war da so das beste Erlebnis? Was würdest du sagen? Ganz, ganz schwierig, weil ich finde, das sind sind emotionale Erlebnisse, die sich aber irgendwie so das Beste, ich fand, Aufstieg war natürlich schön, war ein großartiges 2010? Erlebnis. 2010? Ja. Mhm. Das war toll, aber auch so viele kleine Momente, wir in Düsseldorf in der Altstadt, stundenlang gefühlt, ich weiß es nicht mehr genau, zusammen singen und es einfach nur toll ist. Dann so viele Erlebnisse auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, auf jeden Fall. Sportliches fällt mir jetzt nicht ein. Nee. Außer Aufstieg. Die Aufstiegsfeier meine ich aber damit. ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch, ne, was habe ich irgendwie neulich gelesen, man erinnert sich ja immer eher an Momente, wie du gerade schon sagst, und nicht als an Tage. Genau. Und das finde ich halt auch ganz schön. Und natürlich jeder einzelne Derby-Sieg. Ja. Obwohl, ja, der erste war schon emotional. Auf jeden Fall. Ich finde, auch daran sind die anderen jetzt nicht mehr so wirklich rangekommen. Ja. Aber einfach auch, weil das auf so vielen Ebenen emotional war und man einfach null damit gerechnet hat. Ja. Und genau, jetzt war es ja dann wieder leider so ein bisschen so, dass man fast damit dann rechnen musste und das war überhaupt nicht gut. Also nicht damit rechnen musste, aber das sind halt dann man nicht mehr, also schon fast in dieser Favoritenrolle war und das war irgendwie nicht so schön. Nee. Naja, gut. Aber Derbys auf jeden Fall finde ich auch gut. Wenn wir sie gewinnen, finde ich die auch gut. Ich möchte auch wieder meinen Derby-Siegerin-Titel wieder haben, aber das wird ja jetzt erstmal nicht zu mir. So, hast du dann auch ein Erlebnis, was so ganz schlimm war? Oder? Schwierig. Also ich fand die Situation rund um Bielefeld, als es die Kessel-Situation gab,
war echt kein schöner Tag. Ja. Auch alles drumherum und die Umstände. Aber ansonsten, klar, wenn man mal verliert, dann bin ich auch mal irgendwie eine Stunde oder zwei schlecht gelaunt, aber ich versuche mir von sowas nicht die Laune verderben zu lassen. Ja, wir haben ja dann auch das Glück, dass wir hier im Jolly immer noch mal ein bisschen nette Leute um einen rum haben. Und ich erinnere mich generell selten an Ergebnisse, aber an das 3-3 in Dresden, wo wir 0-3 geführt haben, da erinnere ich mich sehr gut, das war auch kein schöner. Nee, um Gottes Willen. Aber nochmal zu dem Kessel, das haben ja vielleicht auch nicht mehr alle in Erinnerung. Das war ein Kessel am Bahnhof in Bielefeld. Genau. Und da so konnte dann halt große Teile der Südkurve, würde ich jetzt mal sagen, USP-Umfeld, nicht mit ins Stadion kommen. Ich war damals im Stadion, weil ich mit den Skins gefahren bin. Und das war auch ganz ätzend, weil ja man einfach gehofft hat, dass ihr dann endlich kommt. Ja, vorm Stadion. Ja, oder so, genau. Also es war, das war auf jeden Fall richtig ätzend, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, wie ist denn das bei dir? Du hast ja auch noch einen anderen Job als hier, einen Türsteherjob. Ja. Wie sehen deine Kollegen oder dein Umfeld, was nichts mit St. Pauli zu tun hat, dass du zum Fußball gehst? Ist das irgendwie komisch? Fragen die da mal nach? Sie fragen nach, es sind wenige, die nachfragen. Ich versuche das auch nicht allzu groß zum Thema zu machen, ehrlich gesagt. Bei so Leuten, die so ganz außerhalb sind. Ich gehe davon aus, dass die meisten denken, dass ich meinen Freund zum Fußball begleite. Okay, ja, krass. Und ich denke mal so, wenn ich sage, ja, ich war da und da auswärts, deswegen bin ich heute müde. Dann fällt denen alles aus dem Gesicht, verstehen die nicht. Genau. Ja, krass, das ist dann wirklich dieses, ja, du bist nur die Freundin, ne? Dass es wirklich immer noch so drin ist. Das habe ich auch tatsächlich oft gehabt in meiner Fankarriere, aber auch innerhalb unserer Fanszene. Also das war halt auch ganz oft früher, seit ich 14 bin in dieser Fanszene und trotzdem irgendwie immer, ach Debbie, ja, ist ja die Freundin von dem und dem oder die Ex-Freundin von dem und dem. Das gibt es doch nicht. Ich bin einfach Debbie, so, hallo, geht's noch? Ja. Naja. Meine Mutter zum Beispiel hat bis heute nicht verstanden, was ich so mache. Okay. Also die... Die denkt irgendwie... Ja, warum? Ist immer so, ja. Wenn ich darüber rede. Es ist ja auch, glaube ich, super schwer zu verstehen, was... Besonders, wenn man halt auch sagt, man guckt sich nicht nur das Spiel an, sondern man supportet. Und das also ist ja bei dir ja auch eher so, dass du so Supporterin definitiv bist und... eher nicht so genau, also schon auch, aber nicht hauptsächlich aufs Spiel gucken vielleicht, oder man guckt dann auch mal drüben, was da so abgeht und wie das also so ist. Also auf alle Fälle, was so auf den anderen Tribünen abgeht. Und ansonsten ist es ja auch oft so Daumenkino gucken, wenn immer mal wieder so eine Fahne vorbeikommt. Ja, und das verstehe, also wie soll deine Mutter, also es ist auch super schwer, jemanden zu erklären damit, der damit nichts zu tun hat. Richtig. Oder die damit nichts zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Und hast du denn auch mal in deiner gesamten St. Pauli-Karriere dich mal so richtig blöd und unwohl gefühlt? Kannst du dich da an irgendwas erinnern? Natürlich. Was ist das denn für eine Frage? Kam nie vor. War immer alles total super. Es gab ja durchaus Gründe, warum ich von der Gegengerade in die Süd gewechselt bin. Nicht nur, weil ich irgendwie mein Freundeskreis sich verändert hat und ich dann in der Konnexion sehr gute Freunde gefunden habe und Bock hätte, damit zu machen. Ich hatte auch Bock auf mehr Support, das ist klar, aber habe mich auf der Gegengerade mega unwohl gefühlt. Es gab so Rechtfertigungsmodus, wenn man irgendwie aufgrund von Krankheiten oder einfach nur des Geschlechts beleidigt wurde und gesagt hat, könnt ihr den bitte ausschließen oder was ist damit? Dann wurde man nicht ernst genommen, musste sich nur rechtfertigen und auch im Block, ja, geh mal Bier holen, ne? Ach, krass. Ja, das ist auf jeden Fall krass, dass du das auch erzählst. Also ist auf jeden, und das ist jetzt in der Süd besser, oder wie? Besser. Ja. Ausbaufähig, aber besser. Richtig. Okay, ausbaufähig, aber besser ist bestimmt auch manchmal gewisse Situationen hier im Jolly. Nein, wir haben ja auch schon zu Beginn gesagt, das ist unser Wohnzimmer hier und wir lieben diesen Laden über alles nicht, aber sehr, sehr, sehr viel. Aber natürlich trotzdem gibt es auch hier Situationen, die manchmal schwierig sein können. Du bist ja auch bei Ballkult. Genau.
Und kannst du kurz sagen, was das so ist? Ballkult ist ein eingetragener Verein für Fußball und Kultur. Wie jeder eingetragene Verein hat Ballkult eine Satzung. Wer da genaueres wissen will, den empfehle ich die Satzung, die ist online nachzulesen. Guckt da mal rein. Auf alle Fälle hat dieser Verein gesagt, er möchte auch eine Begegnungsstätte schaffen, wo sich Fans treffen können und der Stadtteil vernetzt werden kann. Und das ist das Jolly. Ah ja, genau. Zu Ballkult könnte man auf jeden Fall auch nochmal eine Female St. Pauli-Story machen. Da gibt es ja neben dir auch noch andere Frauen. Das kann ich mir auf jeden Fall auch nochmal aufschreiben. Übrigens, wenn ihr das hier hört, könnt ihr mir natürlich auch immer Vorschläge zu Flinter in der Fanszene geben, zukommen lassen. Darüber freue ich mich natürlich auch. Ich habe natürlich schon so ein paar Ideen, aber gerne, gerne. Ballkult, was genau machst du da? Sind da deine Aufgaben? Ich bin im Vereinsrat. Mhm. Wie in jedem Verein gibt es Vorstand, der aus 3 Positionen besteht und von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Und zusätzlich noch ein Vereinsrat mit, ich glaube, 6 bis 10 Leuten oder so, die dann auch von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Genau, und den Vorstand unterstützen sollen in allen möglichen Aufgaben. Okay. Gut, und dann bist du auch noch seit Corona Türsteherin hier im Jolly Roger. Ja. Wie ist das dann dazu gekommen? Also es hat sich so ergeben. Ja, also es hat sich dazu ergeben, weil durch Corona brauchten wir tatsächlich dann auch mal wieder mehr an der Tür. Davor hatten wir ja tatsächlich immer an Heimspieltagen. Genau. Gab's ja schon immer. Gab's schon immer, aber jetzt ist natürlich der Aufwand. Genau, durch Corona sind wir vom Vereinsrat gezwungen worden, sehr viele Paragraphen und so zu lesen. Mein Lieblingswort ist Tanzlustbarkeit geworden. Ist das Jolly nun eine Tanzlustbarkeit oder nicht? Mhm. Ist es auch immer wieder anders. Wir wissen es nicht. Tanzlustbarkeit bedeutet dann, wie die Regeln dann sind. Genau, also, es ist, viele Regeln galten dann für Gaststätten oder Tanzlustbarkeiten. Was ist denn jetzt eine Tanzlustbarkeit? Ja. Und sind wir eine Tanzlustbarkeit? Ja, ja, genau. Und sind wir es nicht mehr, wenn kein DJ da ist? Oder doch? Wissen es nicht. Ja, also es ist super schwierig. Und dann ist es ja, genau, du musst praktisch immer dich jetzt damit beschäftigen, was ist gerade aktuell, genau. Weil was muss ich jetzt auch noch kontrollieren? Genau, also der Vereinsrat überlegt dann, wie können wir die neuen Regelungen umsetzen. Mhm. Oft ist es ja so, dass, also es wird schon häufiger passiert, dass freitags 17, 18 Uhr irgendwie die Allgemeinverfügung rauskommt, gilt dann ab Samstag 0 Uhr, vielen Dank dafür. Ja. Und dann stehen da noch Überraschungen drin, die vorher nicht öffentlich bekannt waren. Das heißt, man muss da ein bisschen spontan sein und irgendwie Glück haben, dass irgendwie Menschen dabei sind, die so eine Texte verstehen und ja nicht in leichter Sprache geschrieben sind. Genau, und dann waren wir irgendwann war der Punkt nach dem Lockdown, wo wir gesagt haben, okay, egal wie, Hauptsache das Jolly geht, wir hatten alle so Bock, ich glaube, dir ging es genauso, endlich wieder irgendwie im Jolly sein. Und wie können wir das hinkriegen? Dann hatten wir ja erst nur draußen geöffnet und drinnen nur zum Getränke holen oder auf Toilette gehen. Mhm. Und da war das ja noch so, dass irgendwie nur eine bestimmte Anzahl von Leuten zusammen sein durften und dann geimpft oder nicht geimpft. Es ändert sich ja auch irgendwie. Ich kriege auch nicht mehr alle Regeln und Zustände zusammen. Ja, ja. Aber auf jeden Fall war klar, Stolli kann nur öffnen, wenn Leute da sind, die das Ganze kontrollieren, weil das der Tresen nicht alleine handeln kann. Ja. Und dann gab es eine Handvoll Leute vom Vereinsrat, die gesagt haben, okay, machen wir. Ja. Genau, und dann ist es jetzt aber so, da waren ja auch noch ein paar Mädels dabei am Anfang, aber jetzt seid ihr nur noch zu viert, ne? Genau, am Anfang konnte man das auch locker ehrenamtlich irgendwie stemmen, weil es nur so, ich glaube, bis 11 oder so war. Auf jeden Fall nicht abends lange. Ja, ganz am Anfang war ja bis 2 einmal kurz. Einmal kurz, ja. Aber wie gesagt, das hat sich andauernd geändert. Richtig. Auf jeden Fall war das irgendwie ehrenamtlich handelbar. Man kann dann auch irgendwie eine Freundin mitnehmen. Mhm. Zu zweit war es angenehmer und war recht entspannt. Als es dann mit diesem 2G, 3G losging und bis 4 Uhr, dann war dann plötzlich aber so, das war viel mehr zu kontrollieren. Viel mehr Infos, die man haben musste. Einfach nicht mehr nur, hier hast du einen Kontaktzettel ausgefüllt, ja, nein, mach mal. Ja. Sondern viel mehr Aufwand. Und dann halt auch bis 4 Uhr nachts.
sodass klar war, dass es nicht mehr ehrenamtlich zu stemmen und dann da Jobs rausholen. Ja, und da bist du jetzt aber die einzige Frau. Ja. Okay. Das, ich frage mich ja immer, ich habe ja jetzt neulich auch schon wieder angefangen, für Rollstuhl-Erlebnisreisen machen wir jetzt, haben wir auch wieder überlegt, ob wir jetzt Partys organisieren und so. Und auch insgesamt, egal wo man Partys organisiert, finde ich das halt immer so spannend, dass Männer sofort sich den Job der Tür krallen und Frauen irgendwie immer, ach, ich mach Tresen. Warum ist das so? Hast du da eine Erklärung für? Nein. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt so eine Gruppe von Leuten, die einspringen, falls wir Türleute das nicht abgedeckt kriegen. Ja. Da sind durchaus auch Frauen dabei. Ja. Also das muss ich auch nochmal gesagt haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber so insgesamt, hast du vorher schon mal Tür gemacht? Ich habe vorher auch schon an anderen Locations hier in Hamburg mal ehrenamtlich eine Tür gemacht. Mhm. Das heißt, das war mir nicht neu. Ja. Mir macht das Spaß. Ja. Also ich glaube ja zum Beispiel, was du machst hinterm Tresen hier. Ja. Nee, danke. Echt nicht. Mein größten Respekt könnte ich nicht. Ja, und umgedreht halt auch. Also ich weiß auch nicht, bin da dann auch in diesem Klischee sozusagen drin, dass ich mir halt dann eher Tresen vorstellen kann. Weiß nicht warum, aber Tür ist ja dann schon irgendwie so ein Machtding irgendwie gefühlt auch. Oder ist das Quatsch? Wenn man das so auslegen will, kann man das natürlich sehr schnell so tun. Und es gibt bestimmt auch, wir alle haben sich schon getroffen, Türsteher, bewusst nicht gegendert, die das auch genauso leben. Mhm. Ich finde, das muss man aber nicht machen. Nee. Ich finde ja auch, wenn, also wäre jetzt mal so eine These, vielleicht ist das auch Quatsch, wenn jetzt eine Frau an der Tür ist und eine Flinter kommt in diesen Laden rein, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man dann auch denken könnte, der Laden ist sicherer oder man sich dann irgendwie sicherer fühlt. Weil man könnte sich ja dann, vielleicht wendet man sich ja auch lieber an eine Türfrau als an einen Türsteher. Das kann gut sein. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann jetzt aber auch nicht ja oder nein. Nee, aber was ich aber erlebe, ist, dass wenn ich hier an der Tür sitze und irgendwie Gruppen gehen und Frauengruppen gehen von Menschen, die ich jetzt nicht der aktiven Fanszene zuordnen würde, die bedanken sich ganz oft bei mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob bei meinen männlich gelesenen Kollegen das auch passiert. Okay. Und sagen dann danke für den schönen Abend oder was? Ja, okay. Oh ja, ach, das ist ja cool. Das, aber auch zu Recht. Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn du da bist. Und ich hoffe auch, dass es noch länger so bleibt. Wir müssen ja sehen, ob es nach Corona noch so weitergeht, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, weil es ist tatsächlich um einiges, ja, man fühlt sich einfach insgesamt wohler, wenn man noch jemand an der Tür hat. Sonst muss man das ja auch als Tresenkraft selber regeln, oft. Und ja, genau, was sind denn eigentlich nochmal deine Aufgaben? Also es, wie gesagt, es ändert sich die ganze Zeit, aber die Leute kommen rein und aktuell ist es ja nochmal wieder seit dem Wochenende so, dass wir, ich zeige hier gerade, wir sitzen ja übrigens, wenn man reinkommt, das habe ich auch gar nicht gesagt, sitzen wir links, ich sitze auf dem Platz von meiner lieben Freundin Melli, liebe Grüße, sie sitzt immer hier und ich zeige gerade zur Tür und versuche nochmal zu verstehen, was Anne machen muss. Also, man kommt rein und früher musste man so einen Zettel ausfüllen. Das fällt zum Glück weg, weil das war hat unglaublich aufgehalten von der Zeit. Und seien wir mal ehrlich, je später der Abend, desto unleserlicher die Zettel. Kann man noch so oft sagen, schreibt mal bitte, wir wollen das lesen können. Ja. Schreibt man auch nicht, ja, das funktioniert einfach nicht. Nee, und dann ist jetzt 2G+. Genau. Das heißt, die müssen euch den Impfausweis zeigen und den Ausweis. Irgendein Nachweis von 2G+. Das kann ja eine Impfung sein, das kann ein genesener Nachweis sein. Test. Wir nehmen sie alle. Okay. Und genau, und noch ein Ausweisdokument leider irgendeiner Art. Okay. Und ist das so, dass du da oft nervige Sachen hast, dass sie das nicht wollen oder vergessen oder... Ich sag mal so pro Abend durchschnittlich so 1 bis 3 nervige Diskussionen. Mhm. Ja. Und dann ist das so von wegen, aber ich hab den noch zu Hause oder was kommt dann? Alles Mögliche von, na, ich hab das auf meinem Handy, aber das ist halt aus. Ja, ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal gehabt. Ja. Bis, aber mir wurde gesagt, man muss nur einmal geimpft sein. Mhm. Nein, nicht hier. Oder, also man kann ja auch einen Test machen, ne? Wenn man nur zweimal, ne? Genau. Ja.
nachts um drei vermutlich dann auch nicht mehr. Aber ist dann auch nicht mein Problem. Nee. Oder meine Lieblingsargumentation ist, aber guck mal, und dann so Stempel zeigen, ich war jetzt schon überall auf dem Kiez woanders. Ja, dann haben die das alle falsch gemacht. Ich weiß nicht, aber wird da nicht hingehen. Ja, das ist ja auch geil. Okay, und dann war jetzt ist Maskenpflicht komplett weg, ne? Ja. Genau, wir müssen noch als Tresenkräfte hinterm Tresen. An der Tür auch? Ja, an der Tür auch. Und wenn wir durch den Laden gehen, ansonsten alle nicht. Weil das total Sinn ergibt. Genau. Und dann ansonsten tanzen. Das heißt aber, davor musstest du dann auch rein, also musstest du ja auch kontrollieren, ob sie Maske tragen. Oder? Genau, kontrollieren, ob die Maske tragen. Mhm. Und dafür sorgen, dass alle einen Sitzplatz haben. Wenn kein Sitzplatz mehr da war, sagen, okay, geht leider nicht mehr. Ja, und da war auch schon, bestimmt beim Derby musstet ihr ja einige abweisen, ne? Auf alle Fälle, ja. Und sind da Diskussionen groß? Ja, natürlich. Ja. Da wird groß diskutiert. Ich verstehe aber auch nicht die Menschen, die 5 Minuten vor Anpfiff herkommen und dann total entgeistert sind, dass sie zu 5 keinen Platz mehr kriegen. Ja, eben, ne? Also. Und dann irgendwie, ja, aber ich kenne ja den und den und so, ne? Aber ja, das kann nicht mal das. Nee. Ja. So, aber ja, wo soll ich denn jetzt Fußball gucken? Kümmere dich da vorher drum. Keine Ahnung. Ja, Mensch, dann musst du doch einrichten. Ja, was machen wir denn? Ja, sehr gut. Ja. Was war denn da? Hast du da nochmal so ein richtig lustiges Erlebnis, was dir da so passiert ist? Oder kannst du da nochmal was zum Besten geben? Mein Highlight waren tatsächlich 2 Typen, die irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr morgens, also zu sehr fortgeschrittener Stunde des Abends, hier vor der Tür standen, und das war mir kalt, ich stand halt in der Tür, um die zu kontrollieren. Die hatten keine Ausweisdokumente dabei. Da hat gesagt, ja, holt die doch. Also, ja, die sind im Auto. Ja, dann holt die. Ja. Yeah. Ist doch gar kein Problem. Ja. Yeah. Könnt ihr hier rein. Und die waren so Kategorie nie gesehen, aufgepumpte Dudes, aber nur so Luft. Ja. Und gefühlt keine 1,70 groß. Okay. Und so Jogginghose, T-Shirt-Style. Ja. Yeah. Auf jeden Fall fanden sie sich selbst ziemlich gut und cool. Okay. Und haben das nicht so eingesehen, dass das ohne Ausweis nicht geht. Ja. Yeah. Und der eine Typ hat mich versucht anzufassen und so zur Seite zu schieben. Mhm. Und dabei gesagt, wir sind Gladbacher. Okay. Und zum einen, man fasst mich nicht an. Nee. Nein. Auf gar keinen Fall. Also schon mal gar nicht. Ja. Das war schon der erste Fehler. Und Gladbacher? Ich weiß, kann ich das Rätsel bitte mal lösen? Ich wüsste gern, warum das jetzt ein Argument ist. Die Fohlen. Ich war so, hä? Und hab ihn halt, weil er mich angefasst hat, ich das echt, nee, niemand fasst die Türmenschen. Ja. Und habe ihn halt so einen kleinen Schubs gegeben. Da war halt nur Luft offensichtlich. Und er ist ins Traumeln geraten und hat die eine Stufe nicht gesehen und saß auf dem Hosenboden. Oh nein! Wie so ein kleines Kind und so ein Luftballon, die Luft rausgeben. Und dann musste ich sehr lachen. Oh nein! Ja. Und dann kam noch eine zweite Person aus dem Jolly und hat den anderen nochmal einen kleinen Schubs nach hinten gegeben. Und dann sind sie von dann gezogen, okay, bei den kleinen. Ja. Und ich war so, ja gut, aber hättest du ja mal reinlassen können, wenn das Gladbacher sind. Ja, ne? Eben, wenn es Gladbacher sind, können wir die ja mal reinlassen. Also, sehr geil. Die kamen übrigens nicht wieder mit Ausweisen. Okay. Also, hätte ja sagen können. Hätte ja sagen, ja, das hätte tatsächlich sein können. Vielleicht Gladbach-Mitgliedsausweis oder sowas. Nice. Sehr geil. Aber das ist ja schon, aber auch, könnte man als brenzliche Situation ja schon auch irgendwie. Fand ich jetzt tatsächlich okay. So nicht. Okay. Also, die war ja wirklich harmlos. Ja. Und also, der Blick war tatsächlich ein bisschen witzig und ich musste sehr lachen. Mhm. Weil das war wirklich so ein klassischer Macker. Die Frau hat mich angefasst. Ja. Ich kann damit nicht umgehen. Okay. Und dabei habe ich wirklich nur mal so gepikst und klar gemacht: fass mich nicht an und du rennst hier nicht einfach rein. Ja. Oh. Ja, sehr gut. Und war doch noch mal so ein richtig, richtig ätzendes Erlebnis oder geht's? Geht tatsächlich. Es ist, so ein paar Menschen, wo dann so Argumentationsketten sehr schnell enden, wie, ja, aber ich habe doch hier den Test, nein, das langt nicht, ja, aber nö, und dann kommen nur noch sexistische Schimpfwörter. Okay. So, ja, aber da stehe ich inzwischen drüber. Ach, krass. Also das hast du auch.
Ja, das habe ich jetzt so hier noch nicht erlebt gehabt. Das ist krass zu hören auf jeden Fall, dass sowas dann kommt. Das heißt, wenn jetzt einer deiner Kollegen da stehen würde, würde das dann wohl nicht so ausfallen. Nee, ich von aus. Ja, und habt ihr euch dann, wenn ihr euch so unterhaltet, habt ihr da schon so, oder erlebst du andere Sachen als deine männlichen Kollegen? Oder? Ich glaube einfach, ich krieg andere Schimpfwörter ab. Mhm. Und das ist so der größte Unterschied. Ja, krass. Oh Mann, ey. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das trotzdem machst. Was glaubst du denn? Glaubst du, das wird dann nach Corona auch noch? Hättest du Bock? Also, ich finde ja, wenn dieser Job nicht mehr nötig ist, sagt das ja nur, dass wir diesen ganzen Corona-Mist irgendwie überstanden haben. Mhm. Von daher, auf der Grundlage wäre ich sehr froh, wenn ich hier überflüssig wäre. Mhm. Aber mir macht das Spaß. Ja. Also ist jetzt. Aber mir wäre es lieber, wenn wir das alles nicht mehr machen müssten. Ja. Wie oft machst du das jetzt so im Monat? 2-3 Mal. Mhm. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Okay. Und hast du dann, also nur am Wochenende, nee, donnerstags auch, ne? Im Moment glaube ich nicht mehr. Okay. Freitag und Samstag auf alle Fälle und dann auch je nach Spieltag so ein bisschen. Seid ihr am Spieltag aber mehr als einer, oder? Und eine und einer? Es kommt auf die Anstoßzeit an. Ja. Also, wenn mittags ist, aber bei so einem 20-30-Spiel, die mich immer noch total verwirren in meiner privaten Planung. Absolut, aber irgendwie finde ich es ja auch ganz gut, ne? Weil wenn man dann, so abends... Ich möchte mich nicht beschweren, aber nach Jahren 13 Uhr und 13.30 Uhr, ja, klar. Aber 20.30 Uhr, muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber ja, dann braucht man ja nicht um 11 schon einen Menschen an der Tür. Ja, das stimmt. Deswegen, es kommt immer, klarer Fall von kommt drauf an. Mhm. Und von deiner Arbeit, also von der anderen Arbeit und anderes Umfeld, Stichwort Mutti und so weiter, wissen die das, wenn du das machst? Und finden die das cool? Ausgewählte Personen wissen das. Okay. Wenn man sowas ja auch ankündigen muss, irgendwie. Ich auf alle Fälle musste sagen, hier, ich habe den Job. Ja. Guck mal, geht das klar? Der Trick ist, nicht so viele Details zu erzählen. Mhm. Okay, also, aber die waren da nicht irgendwie nicht ein Dummspruch oder so. Nee. So wie, was für ein Quatsch, Frau an der Tür oder so nicht jetzt. Nee. Okay, na, immerhin. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach nicht so viele Details. Okay, ja. Also, dann stell ich weniger Fragen und dann ist das okay. Okay. Ach ja, sehr gut. Ja, schön. Hast du denn noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft, für was noch besser werden könnte? So insgesamt, du darfst alles sagen. Alles. Jolly Fanszene, Türsteherjob. Ach Gott. Aufstieg. Ja, natürlich. So viele Wünsche. Nee, fällt mir gerade schwer. Okay, das ist auch völlig in Ordnung. Liebe Anne, ich freue mich so sehr. Vielen, vielen Dank. Das war ein total, total schönes Gespräch und eine sehr, sehr schöne erste Female St. Pauli Story. Und genau. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und die nächste Female St. Pauli Story kommt dann so ungefähr in einem Monat raus. Und ja, vielen, vielen Dank. Tschüss.